Bundletest kompakt mit ein bisschen for free und hier ist ihr Moderator Milky 316666. Hallo? Ja. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil es gibt ja, wie gesagt, ein For Free und da wird auch was verlost und ja, ich weiß nicht, also ich weiß, es wurde lange Zeit nichts verlost oder mal nur For Free oder aus dem For Free nicht, aber diesmal gibt es einiges zu gewinnen. So, aber das For Free kommt ja erst später. Wir machen jetzt erstmal das, was Humble Bundle und Fanatical da verbrochen haben. Wobei verbrochen ist falsch. Also ich habe beide Male auch zugeschlagen. Das heißt, bei dem Fanatical Bundle schlage ich noch zu. Genau, da es kompakt ist, habe ich nicht wieder die ganzen Trailer, sondern nur ja die, die Shop-Seiten und wir gehen einfach mal durch. So, also ich schalte auf den Bildschirm und zwar, nee, schalte ich nicht, da fehlt was Wichtiges. So, also, was gibt es? Es gibt von am Mittwoch das Humble Bundle. Nennt sich Living in a Simulation. Wir haben zwei Abteilungen, zwei Stufen. Stufe 1 sind 4 Spiele. Stufe 2 sind nochmal 4 Spiele plus 2 DLCs. Und ich muss sagen, ich kann das Bundle zu dem Preis einfach nur vollumfänglich empfehlen. Da ich aber die Stufe 2 komplett hatte, habe ich natürlich nur Stufe 1 mir geschnappt. Trotzdem gibt es aber eine Kleinigkeit dann noch zu verlosen, auch von der Stufe 2, weil der Revenger zugeschlagen hat und der hat das Gesamte genommen, weil er noch nicht so viele Simulationsspiele hat. Weil, naja, das ist mein spezielles, Steckenpferd, Simulationsspiele, gerade so, weil das alles, was von Playway und so kommt, ist genau meins. So, wir fangen an. Guck mal ganz kurz nach, nicht, dass ich da was falsch mache. Jawohl, da haben wir es. Mhm. Ja, dann weiß ich auch, was wir verlosen. Super. Also, ich blende es mal ein und mache jetzt schnell mal die Seite mit den Keys aus. Hihi. Oh, da erfahre ich gerade, dass ich überhaupt daran schuld bin, dass der Revenger überhaupt Simulatorspiele kauft oder auch spielt. Das freut mich natürlich, weil ich finde es wirklich, ist eine tolle Sache. So, wir schalten rein. Also hier ist die Überschrift Living in a Simulation und wir fangen an mit dem von mir hochgeliebten Lumberjacks Dynasty. Die Fortsetzung von Farmers Dynasty. Der Vorgänger von Medieval Dynasty ist aber natürlich sehr viel ähnlicher dem Farmers Dynasty und es ist im Prinzip fast das gleiche Spiel, nur dass da statt Felder bewirtschaften Forstwirtschaft dazu kommt. Ansonsten sehr ähnlich. Ich habe ein langes Let's Play davon gemacht, aber nicht so lang, wie ich wollte, weil ich habe gesagt, ich mache das nur so lange, bis Medieval Dynasty rauskommt. Das kam raus, das habe ich wirklich lang gespielt und das war dann noch mal besser. Trotzdem, Lumberjacks Dynasty, wenn man grundsätzlich Spaß dran hat, ich kann es einfach nur empfehlen. Es hat immer noch den einen oder anderen Fehler, den man umgehen muss und so weiter. Aber es wird immer noch geupdatet. Ja, also auch hier musst du wieder Maschinen kaufen. Genau. Aber tatsächlich ist es so, dass es wie bei Farming Dynasty viel mehr gibt als nur die Simulation, sondern du bist wie immer. Genau, du ziehst irgendwo hin und vor allen Dingen, das ist ein Dynasty-Spiel. Das heißt, es ist auch eine Dating-Sim in der Hinsicht, dass du wirklich dir eine Frau suchen musst und möglichst auch ein Kind kriegen, weil
Du könntest dann praktisch mit dem Kind danach weiterspielen, aber so lange spielt niemand diese Spiele, glaube ich. Ich glaube, das größte Achievement ist, dass der Kleine in die Schule geht. Ja. Aber du hast halt eben... Ich mach den Ton hier aus, weil ich erkläre es besser. Du hast eine runtergekommene Sägemühle geerbt, musst aber auch ganz viele andere Arbeiten machen, einkaufen, für andere solche Sachen machen wie Reparaturen, bei dir renovieren und so weiter und zwischendrin auch noch ein bisschen Holz. Ja? Das heißt, aber du hast ein Gewächshaus, du gehst angeln, du machst Quests und solche Sachen, alles aber innerhalb, genau, du heiratest, alles innerhalb, es ist wirklich eine Lebenssimulation, das Leben eines frischen Holzfällers auf dem Dorf, wo auch sonst in der Stadt werden Holzfäller nicht, nicht gebraucht, mit allem drum und dran. So, das kann man so sagen und ich muss sagen, zum Zeit totschlagen und ein bisschen was erleben und ein bisschen was machen und vorankommen und so weiter, es ist einfach ein toll entspannendes, schönes Spiel. So, genau. Dann, und ich hatte es schon, das könnt ihr also gewinnen. Ganz wichtig. Fresh Start. Hatte ich auf der Wunschliste, deswegen habe ich mir das Bundle auch geholt. Ich habe es also noch nicht. Es scheint, ich weiß es noch nicht so genau, es scheint also praktisch ein Aufräumsimulator. Ja, also nicht ganz wie der Powerwash-Simulator, sondern einfach nochmal mehr. Du machst also irgendwie alles. Relaxing, ja. Ah, du musst die Welt aufräumen und die Natur wiederherstellen und das alles mit deinem Powerreiniger. Und deswegen gibt es dann auch mal Wale auf dem Rhein. Ich fand das ganze Konzept und das die ganze Aufmachung her so, ja, so interessant, dass ich mir gesagt habe, doch, das hätte ich gerne. Achso, ja, zu Lumberjack Dynasty muss ich noch was sagen. Ganz kurz, kostet normalerweise noch 20 Euro. Ne? So, okay. Machen wir hier wieder weiter. Na super, habe ich das jetzt zerstört. Egal. Aber sind wir auch durch, genau. So, das zweite Spiel, warum ich mir das gekauft habe. Warte mal, nee, wir müssen dann schon. Warte mal. Mach ich mal Steam auf. Machen wir hier mal Fresh Start, weil bei den Spielen, die ich nicht kenne, ist es vielleicht besser, wenn ich dann nochmal, genau, sehr positiv bewertet. Deutsches unterstützt. Kostet normalerweise 8,19 Euro. Also muss ich sagen, ja, läuft. Dann das nächste. Electrician Simulator. Auch das hatte ich noch nicht. Jawohl. Gucken wir auch mal rein. Im Großen und Ganzen sehr positiv bewertet. In letzter Zeit eher größtenteils positiv. Immersive Simulation. Das heißt, du musst auch wirklich Sachen kaufen, du musst Sachen reparieren und so weiter. Das ist aber nicht das, was wir noch angespielt haben, obwohl dann sehr ähnlich. Und ich mag so Sachen einfach gerne. Ne? Das ist einfach, ja, nicht immer so herausfordernd, aber halt Zeugs. Ne? Du bist halt Elektriker, ne? Und das wird halt simuliert. So, wir haben Deutsch unterstützt. Kostet normalerweise 18 Euro. Gut, die Musik ist jetzt wirklich sehr Geschmackssache. Ja. Und es gibt ein neues DLC. Wollte ich haben. Ist einfach so. Ja, ist genau mein Ding. So, dann kommen wir zum Spiel, was ich zwar hab. Hatte. Der Revenger übrigens auch, deswegen könnt ihr das zweimal gewinnen. Trotzdem habe ich keine Ahnung. Scheint, also Bausimulation, Wissenschaft, Weltraumsimulation. Also scheinbar baust du Raumschiffe. Dürfte also... Ah ne, ich kann baue alles. Sieht eigentlich geil aus. Warum habe ich das nie angespielt? Ich weiß es nicht. Das ist aber, denke ich mal, nicht so mit einer Story und irgendeinem Hintergrund wie bei
Ja, ich komme drauf. Wo jetzt der zweite Teil rauskommt und so ein bisschen buggy war. Wo du einen ganzen Planeten und dessen Raumfahrt simulierst. Kerbal Space Program. Also ich denke nicht, sondern es ist wohl sehr trocken. Für Leute, die wirklich Interesse dran haben, sehr positiv bewertet. Ist auch nur Englisch, ist bei so Sachen aber ganz gar nicht mal so schlimm, denke ich mal. Kostet normalerweise 19,50 Euro. Und scheint also sehr, sehr, sehr sandboxig zu sein. Ja, hat aber auch so ein bisschen was vom... Oh, du kannst sogar... Okay, es scheint sehr, sehr, sehr sandboxy zu sein, oder? Sandbox, da steht's, genau. Unrealistisch. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist was für Leute, die sich dann auch wirklich reinsteigern. Ich guck mal gerade in den Kommentaren, ob wir da wieder solche 17 Stunden, 151 Stunden, da wird's schon, ja. 155, 653. Aha. Der meinte mit 653 Stunden... Es ist das erste Spiel dieser Art, was er gespielt hat. Es hat eine ziemlich steile Lernkurve. Aber er liebt's. Genau. Es ist wohl ein Spiel, wo man sich richtig rein verlieren kann, aber auch muss, um es wirklich zu genießen. Ihr könnt es zweimal gewinnen. Ja. Vielleicht ist es was für euch. So, nächstes. Achso, das waren die vier Spiele aus dem Abschnitt 1. Und ihr könnt Juno zweimal und Lumberjack's Dynasty einmal gewinnen. Wir kommen zum zweiten Teil. Wir haben Builder Simulator. Ja, gucken wir auch schnell mal rein, weil ich verwechsel das ganz oft mit dem anderen. Ist das der mit dem Tutorial mit so einem Claptrap-mäßigen Robot? Es gibt auch noch einen, wo du dir einfach irgendwo eine Gegend aussuchen kannst. Ja, das ist das ganz normale Housebuilding-Ding. Und das ist auch klar. Ja, das ist auch das mit dem Tutorial mit so einem Claptrap-Roboter. Der sehr nervig ist. Genau. Aber das Ding an sich ist solide. Ist auch von den Machern von House Flipper so ein bisschen. Und ja, genau. Und das könnt ihr, das habe ich schon wieder. Doch, das könnt ihr gewinnen, weil der Revenger das schon hatte. Genau. Jawohl. Außer es schreit jetzt ganz gleich ganz laut. Nee, das war's nicht. Aber ich glaube, genau das war's. Ihr könnt nämlich erst in der Abteilung 2, die ich ja nicht gekauft habe, noch zwei Spiele gewinnen. Und das Builder Simulator ist das eine davon. Genau. Gucken wir nochmal schnell. Deutsches unterstützt. 19,50 Euro. Und ja, man kann es haben. Es ist okay. So, dann. Nein. Oh, das war zu früh. Firefighting Simulator habe ich vor kurzem selbst nochmal gekauft. Das könnt ihr nicht gewinnen, weil ich hatte es schon und der Revenger hatte es noch nicht. Also, ja. Da. The Squad ist es, ne? Ja. Genau. Du lebst hautnah, was es heißt, in einer amerikanischen Großstadt als Feuerwehrteam Brände zu bekämpfen. Sehr positiv bewertet von 3617 Bewertungen, also wirklich gut. Jo, Deutsches unterstützt, aber nur Oberfläche, Untertitel, wie aber die ganze Zeit schon, klar. Wir gucken kurz mal. Also kostet normalerweise auch noch 22,99 Euro. Also damit ist das Bundle wirklich lohnenswert. Und es sind halt eben die gut gemachten, ernsthaften Simulationen. Also jetzt in diesem Bundle komplett. Da ist jetzt wirklich nichts dabei, was irgendwie... Es gibt ja auch solche Trash-Simulationen, wo du echt so... Aber nee, das da ist wirklich... Astragon machen da gute Sachen. Die haben auch den Police Simulator, den ich auch unbedingt mal spielen muss. Den habe ich mir auch mal irgendwo geschnappt. Hab da oft Let's Plays von gesehen. Nee, also ist wohl wirklich... was Sinnvolles. Weil am Anfang war es so, es gab zwei wirklich gute Simulatoren. Das war der Eurotruck Simulator 2 und der Farming Simulator und alles andere rundherum war eher trashig. Trashig. Und ja, so. Wir kommen zum nächsten Spiel, weil jetzt kommen hier zwei DLCs.
Die gehören natürlich dann auch zu dem Spiel noch dazu. Und zwar ist das House Flipper. Zu House Flipper kann ich nur eins sagen. Es ist eins meiner größten DLCs. Eins der meiner größten Let's Plays mit am meisten Folgen außerhalb der MMOs, weil es einfach riesig ist und weil ich es einfach mag. House Flipper ist toll. Ich habe alle DLCs, habe alle Renovierungsaufträge durchgespielt, habe vom Grundspiel alle Häuser auch schon mal erworben. Und ach, es ist Frozen District und nicht, oh, das andere war Frozen Way. Entschuldigung, beim Building Simulator ist eine andere Firma unterwegs. Okay, ich nehme es zurück. Und ich muss sagen, ist das Spiel gut? Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist fesselnd und es macht einfach Spaß und ich habe ein unfassbar großes Let's Play von dem Spiel mit allen DLCs gemacht und das hat einen Grund. Ne? Genau. Und da der Revenger das zwar schon hatte, aber die DLCs nicht, könnt ihr House Flipper auch in der Grundversion gewinnen. Und zum Anfangen ist die Grundversion auch absolut genug. Ihr habt jede Menge zu tun und die DLCs ergänzen es nur. Und ich denke mal, mit dem Grundspiel könnt ihr entscheiden, brauche ich DLCs oder nicht. Ich sag euch, bis auf ein DLC mache ich gerade mal eine Kaufberatung, falls es hier weitergeht. Die DLCs gehen wir mal gut durch. Luxury DLC, was auch in dem Bundle ist, ist gut. Farm DLC ist das Neueste, war noch ein bisschen buggy, aber es hat das Spiel komplett umgekrempelt, aber als Zusatz und ist extrem geil von der Idee her, aber es war halt noch ein bisschen buggy, aber ich glaube, das haben sie inzwischen gefixt. Pets DLC war bisschen dünner als gedacht, aber immer noch gut und vor allen Dingen hat es den großen Vorteil, du kannst dir auch für dein Haus Haustiere holen und da konnte ich meine beiden Katzen auch fast originalgetreu nachbilden. Fand ich toll. Garden DLC, was auch jetzt in diesem Bundle drin ist, ist essentiell. Das heißt also, es ist auf jeden Fall, das war das erste DLC und das ist auch das erste DLC, was ihr euch holen wollt, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, weil ihr könnt dann tatsächlich den Garten bearbeiten und den Garten auch nach gewissen Richtlinien designen und praktisch an Wettbewerben teilnehmen, um den Preis eures Hauses, was ihr verkauft, nochmal deutlich zu steigern. Und dann gibt es das etwas billigere HGTV DLC, den Sender haben will, denke ich mal, viele von euch, Home and Garden TV. Und ich muss ehrlich sagen, ungefähr so dröge wie dieser Sender, den man nicht immer gucken kann, ist auch das DLC. Es ist einfach nur eine Map mit, ich glaube, 8, 9 Häusern und nichts Besonderem. Ein paar neue Items, also keine Ahnung. HGTV, also wenn ihr nicht das Komplettpaket kaufen wollt, sondern einfach nur gute DLCs dazu, könnt ihr auf HGTV wirklich verzichten. Ist nicht nötig. Ne? War schön, weil es dann als drittes kam, dass man nochmal was hat, was man machen kann. Ja, aber war dann auch ganz schnell vorbei. Ist also nicht so. So. Und dann gibt es noch Apokalypse und Cyberpunk. Die sind aber beide kostenlos automatisch mit dabei. Genau. So. Erstmal zu House Flipper. Das wird jetzt ein bisschen länger. Ich habe noch gar nicht genug dazu gesagt. Also House Flipper ist grundsätzlich das Ding. Einerseits hast du Aufträge, um Häuser zu renovieren, gegen Geld. Streichen, Wände einreißen, neue Wände einziehen und so weiter. Die kompletten Renovierungsarbeiten. Und du wirst dann dafür bezahlt. Aber das eigentliche Ding ist das House Flipper. Das heißt, du kaufst Häuser, meistens die Häuser auf diesen Aufträgen, renovierst die, baust die um, machst damit, was immer du willst und verkaufst sie dann teurer weiter. So wie das in den House-Flipping-Formaten auch bei HGTV ist, gezeigt wird. Und es ist einfach toll. Und ja, so, fertig, reicht. Sonst wird es zu lange. Gehen wir nochmal zurück. Haben wir jetzt alles? Nein, natürlich nicht. Also ich habe ja Garden Flipper erwähnt.
Luxury Flipper auch, genau, da machst du halt eben einfach mal ganz andere Anwesen. Du kannst auch anfangen, Antiquitäten zu restaurieren und so weiter. Ist von den Aufträgen her, aber die Häuser, die dazukommen und die Mechaniken, die dazukommen, das ist schon sehr, sehr geil. Ja. So, und also Garden Flipper und Luxury Flipper könnt ihr nicht gewinnen, aber House Flipper. Und dann kommen wir halt eben zu dem Meilen, also zu dem Ding, Farming Simulator 19, also nicht der aktuelle, sondern der eins davor. Momentan ist der Moment. Farming? Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. 19, doch, es ist der, genau. Der jetzige ist der 22, den habe ich nicht. Den Farming Simulator 19 habe ich auch in der Komplettvariante, aber ich habe mir das Bundle nicht gekauft. Und das ist halt eben nicht wie bei eben erwähnten Farmers Dynasty oder bei Lumberjack Dynasty, weil du hast ja auch Holzwirtschaft. Sondern das ist schon ernst. Das ist schon, also das ist schon ein Simulator. Also du machst da wirklich mit allem, auch mit neuester Technik, auch mit GPS und allem möglichen und großen Gerätschaften, du machst da einfach Ackerbau. Und zwar wirklich hier, ne? Ja gut. Das sind alles, das ist auch bei Farmers Dynasty oder Lumberjack Dynasty, das sind alles Original-Fahrzeuge, aber viel, viel mehr und halt eben auch im industriellen Stil. Und nicht nur hier, der neue Bauer kommt ins Dorf, sondern nee, du baust dir da wirklich ein richtiges Landwirtschaftsunternehmen der ganz großen Sorte auf. Und das ist schon, wenn man es mag, nach der Arbeit weiterzuarbeiten, wenn man so richtig typisch deutsch, ne, Simulatoren spielt, das ist das Ding. Ja, deswegen. Und auch in der Grundversion richtig, richtig, richtig fett. Und ihr bekommt die Add-ons regelmäßig auch deutlich vergünstigt. Das heißt also, aber erstmal, ne, reicht das. Für anzufangen, habt ihr mit dem Farming Simulator 19 eigentlich alles an der Hand. Ja. So, und das war das Bundle schon. Und wenn man denkt, also für 14,24 Euro kriegt man da wirklich, also erstmal eine solide Grundausstattung mit den, mit also dem besten DLC und einem sehr guten, ausgereiften DLC, das Grundspiel von House Flipper. Nee, also insgesamt muss ich sagen, wirklich tolles Bundle. Ich habe nur deswegen nur das erste genommen, weil warum soll ich mir Spiele nochmal kaufen? Ist ja Quatsch. Und es war genau so aufgeteilt, dass die Spiele, die mir gefehlt haben, hier in dem unteren Bereich sind. Und unterer Bereich, die 9,49 Euro, das große 14,24 Euro. So. Aber wir machen ja ein Kompakt. Und da jetzt nicht nur for free kommen kann, muss ja noch was kommen und es kommt noch was. Das Fanatical Bundle, ich habe es ja schon angedeutet. Das kam heute raus und es sind alles Spiele, die auf dem Dampfdeck, auf dem Steam Deck funktionieren. Gut, muss man dazu sagen, das ist der Inhalt, ist aber für mich völlig uninteressant. Es sind aber trotzdem tolle Spiele. So, wir fangen an. Wir gehen jetzt einfach mal durch, fangen natürlich bei vorne an. Oh, warte mal. Das machen wir dann einfach zusammen. So. Das erste ist Werewolf, The Apocalypse, Earthblood. Und ich habe erst gedacht, ach, schon wieder. Aber nein, das ist das andere. Weil das erste, Werewolf, The Apocalypse, das hat man ja. Aber Earthblood kam relativ neu raus. Und das ist ein actionreiches Spiel. Sehr nah angelehnt an Werewolf the Apocalypse, das Paper-and-Pen-Rollenspiel aus der gleichen Feder wie auch Vampire the Masquerade. Das sind also genau die Werwölfe, die auch in dem Vampire-Spiel vorkommen. Ich war selbst ja großer Paper-and-Pen-Spieler und diese Serie World of Darkness, wo es außer Werewolf und Vampire noch andere Spiele gab, also andere Themen gab, die aber nicht umgesetzt wurden. Da gab es noch Mage, Wrath, also es sind solche speziellen Geister und Kobolde und so weiter und so fort. Aber Werwolf
ist halt eben das zweite größere Spiel. Und es ist ein Action-Stealth und ich werde zum Werwolf- und Metzel-Spiel. Kam nicht so gut an, aber das, was ich davon gesehen habe, war immer sehr, sehr spaßig. Und achso, ja, genau. Ich muss ja erstmal sagen, was das hier überhaupt für ein Bundle ist. Es ist ein Pick-and-Mix. Bedeutet, ihr könnt es euch aussuchen. 3 Spiele für 9,99 Euro, 5 Spiele für 14,99 Euro, 7 für 19,99 Euro. Das heißt also, ja, ihr kommt unter Umständen, wenn ihr genug Spiele findet, sogar unter 3 Euro das Spiel. Und Werwolf kostet immer noch 30 Euro, also das würde sich schon lohnen. So, nächstes machen wir das mal zu. Ja, genau, das ist das Spiel, was ich unter Umständen auch haben möchte. Es hat einen Nachteil für mich, aber egal. Hello, good boy. Hello, good boy, Michael. Egal. Ich bin heiser. So. Eine verlorene Seele und sein Hund begeben sich in diesem herzerwärmenden, nichtlinearen Abenteuer auf eine merkwürdige Reise durch das Jenseits. Hilf Seelen und mache Fehler aus vergessenen früheren Leben wieder gut mit einem sehr braven Jungen an deiner Seite. Nee, mit einem sehr braven Jungen, ja, the good boy. Ja, genau. Vergiss es, also du hast hier, genau. Es ist leider nur komplett auf Englisch. Und ich sehe gerade, der Revenger, der hat das Spiel und wünscht sich's. Hm, da war Steam ein bisschen langsam. Ich glaube, der hat sich's gerade eben gekauft. Wie gesagt, rein Englisch ist immer ein bisschen schwierig. Also, oder Englisch oder Chinesisch oder Indonesisch. Ich habe mal ein Let's Play gemacht. Von einem Spiel, das mich auch sehr an das erinnert. Das war eins meiner allerersten überhaupt. Ein ganz kurzes, glaube ich, nur 3 Folgen. Das war auch irgendwie, dass du durchs Jenseits. Er hat es gerade jetzt gekauft, genau. Wo du zu Jenseits gehst und irgendwie deine Oma oder deine Mutter irgendjemanden suchst. Ich weiß es nicht mehr. Also nur zu Besuch halt eben. Ich mag sowas. Und ich glaube, ja, ich muss es dann doch als drittes Spiel hinzufügen. So. Nächstes. Ja, das hatte ich auch noch nicht. Bosorka. Zorka ist ein exciting action roguelike. Ja. Ich finde hier diesen Anfang mit dieser geilen Stunt-Hexe nicht schlecht. Aber dann fängt es halt eben wieder an. Ich mag dieses brutal isometrische, so fast schon wieder top-down. Oder ist es top-down? Ich weiß es nicht. Es ist halt. Es ist sehr positiv bewertet, es ist nichts für mich. Kostet normalerweise auch noch knappe 6 Euro. Deutsch wird nicht unterstützt, was aber bei dieser Art Spiel auch nicht so wichtig ist. Ist vom April 23, also noch relativ neu und wer es mag. Ne? So. Nächstes. Filament. Filament, auch wenn es hier nicht so aussieht, ich habe es bei Epic. Ob es das umsonst gab, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es wäre auch möglich, dass ich es mir im Sale gekauft habe, weil ich mag Puzzle Games dieser Art und ich glaube, du musst einfach nur Fäden ziehen, also nicht Fäden ziehen im medizinischen Sinne und ja, ein Puzzler. Deswegen kostet normalerweise noch Filament und Filament Marmalade Edition. Was ist denn die Marmalade Edition? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich mag sowas. Es unterstützt auch die deutsche Sprache, kostet normalerweise noch 16,49 Euro und es gibt eine Marmeladenversion davon, was auch immer das bedeutet. Vielleicht ist da der Soundtrack dabei, aber egal. Ich mag Puzzles, aber ich habe es schon auf Epic. Das hier habe ich mir geholt. Was geschah mit der minoischen Zivilisation? Erlebe gemeinsam mit Parkour-Expertin Marie Taylor und Schatzjägerin James Andrew, ich mache meinen Trailer an, einen historischen Action-Thriller, bei dem sie die Geheimnisse eines vergessenen Königreichs aufdecken, das auf tragische Weise in einer endlosen Zeitschleife. Ja. Aber guckt euch das mal an. Ja. Also Parkour, nicht wirklich mein Ding. Und irgendwie sieht das aber viel geiler aus als viele andere Dingens. Ne?
viele andere Metroidvanias zum Beispiel, genau. Es ist ja eins, ne? Aber Erkundigen, Sidescroller und irgendwie fällt mir einfach die Story, die da irgendwie mit erzählt wird. Deswegen Real-Life-Parcours mit einer sympathischen Hauptdarstellerin, muss ich sagen. Insgesamt einfach hat mich jetzt überzeugt. Also ich kaufe mir das. Kostet normalerweise auch noch 20 Euro. Deutsch wird unterstützt, nur Oberfläche. Aber es ist insgesamt nur Oberfläche, weil viel geredet wird ja nicht. Die ist ja... Okay. So, ich glaube, man rettet sogar die Welt. Ach so, ja, es ist ja auch, genau, Time Loop. Es ist schon ein richtig großes Metroidvania, habe ich das Gefühl, aber irgendwas macht mich daran echt an. Und da sind auch die Gegenspieler so ein bisschen, na, wie heißt sie? Das Lara Croft Spiel, genau. Ihr wisst, was ich meine. Gut. Zack. Habe ich mir geholt. Dishonored, Death of the Outsider, und da haben wir eine oft gehörte Kritik. Die ganzen alten Bethesda-Schinken, die packen sie jetzt nochmal da rein. Irgendwie ist da der große Ausverkauf. Wir können jetzt kurz nochmal reinschauen. Tomb Raider, dankeschön, ich kam einfach nicht drauf. Kostet normalerweise noch 30 Euro, das Death of the Outsider. Ich hab's natürlich, ich hab eigentlich alles von Bethesda, mit irgendeinem Ausnahmen bestimmt. Es ist AAA und so weiter und so fort, für 3 Euro ein Must-Play. Must buy. J'ai cherché pendant des mois. Irgendwie verspielen sich durch diese Überwandlung die ganzen Bethesda-Spiele so ein bisschen ihren AAA-Stand. Kann von mir falsch verstanden sein, aber ich sehe es ein bisschen so. Egal. Das ist Dishonored Death of the Outsider. Das ist auch das, was ich gar nicht mitbekommen habe, weil es gab Dishonored 2 und dann kam nochmal Death of the Outsider. Das war ja immer diese Figur, die man in den Zwischensequenzen gesehen hat. Und das hatte ich dann auch irgendwann. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt dazu kam. Und natürlich, wie alle Bethesda-Spiele dieser Art, steht's halt eben auf meiner Liste von, will ich irgendwann mal spielen, habe ich aber noch nicht gespielt. Aber gut, ist er halt, ne? Muss man erwähnen, klar. So. Für 3 Euro oder 3,33 Euro in der kleinsten Stufe ist es natürlich lächerlich günstig. Gearshifters, da war ich auch kurz davor drüber nachzudenken, obwohl es ein Autorennen ist, weil es ist ein Fighting-Autorennen und das ist dann wiederum nicht einfach nur Autorennen. Andererseits ist es dann doch wieder zu viel Autorennen, als dass es mich wirklich überzeugen könnte. Oh Gott, Hilfe, Entschuldigung. Oh, ich habe halt auch schon gearbeitet heute. Deutsch ist unterstützt und kostet normalerweise 20 Euro. Ja, gute Idee, gute Sache, aber irgendwie von der Umsetzung her, die Modelle, die wirklich aufwendig sind, sind trotzdem wegen Top-Down zu angedeutet, als dass sie wirklich toll wären. Deswegen, ja, ne, wer sowas mag, ist super Preis dafür. Oh, Beyond Blue, brauche ich keine Seite aufzumachen. Beyond Blue habe ich komplett durchgespielt und auch aufgenommen. Und ich muss sagen, es ist ein herzerwärmend und herzzerreißendes, sehr, sehr lehrreiches, tolles Unterwassererkundungsspiel. Und muss sagen, wer es noch nicht hat, also ich kann es nur ans Herz legen, es hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch ein bisschen dramatisch, also das wurde auch ein bisschen traurig. Und es ist relativ nah an der Realität, also du lernst auch wirklich was über die Unterwasserwelt. Ja? Deswegen Beyond Blue, ich habe es sehr genossen, muss ich sagen. Wolfenstein 2, da hatten wir wieder das Problem. Ja? Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, weil es ist halt... Also natürlich ist es ein Must-Have, ich hab's ja auch schon, aber wohl nicht in dieser Variante, weil das ist, glaube ich, die unzensierte internationale, was aber egal ist, weil ich nehme auch die zensierte deutsche, weil ich lege keinen Wert darauf, unbedingt Hakenkreuze sehen zu müssen
und dass man irgendwelche alten deutschen Politiker, die zum Glück nicht mehr unter uns weilen, unbedingt erkennen muss. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, ne, aber ja. Ja, egal. Auf jeden Fall, Wolfenstein 2 The New Colossus ist ein Must-Have, ist zu dem Preis unschlagbar und fertig. So, reicht. Nächstes, The Walking Dead, The Telltale Series, The Final Season. Da muss ich sagen, ist so oft gebundelt worden, es ist toll, aber es gab also allein auf Humble Bundle, glaube ich, dreimal so eine Art Komplettvariante mit allem. Und hier ist es auch nur die letzte, die Final Season. Ist auch nicht das einzige The Walking Dead aus der Telltale-Serie jetzt in diesem Bundle. Braucht man nicht mehr viel zu sagen. Wer es mag und es noch nicht hat, kann es kaufen. Aber es gibt es dann auch immer wieder irgendwo. Also ja, es ist halt Telltale Walking Dead, die letzte Staffel. Nächstes. Wallworld. Auch wenn ihr zum Originalkaufpreis nicht viel Unterschied habt. Ich habe ja ein Empfehlungsvideo dazu gemacht und Wallworld ist halt eben. Also für mich waren die drei Spiele, die wirklich Furore gemacht haben, obwohl sie relativ klein und kompakt und pixelig waren, waren erstmal Loop Hero, dann Vampire Survivor, das Original, und dann halt eben Wallworld. Ich habe es viel gespielt, sie haben sich sehr an Domekeeper orientiert, aber es hat noch mal ein paar Aspekte mehr. Wallworld kann ich empfehlen. Auch wenn es normal nicht viel teurer ist als diese 3,33 €. Ich guck mal gerade, was kostet es denn? Ja, das Doppelte halt, ne? Es lohnt sich. Sehr, sehr fesselnd. Es ist ein Roguelite. Das heißt, ihr kommt auf jeden Fall immer weiter. Und hier steht immer. Ja, das bemängel ich. Warte mal hier. So, da steht immer schwer. Nee. Es ist grindy. Und es kommt immer drauf an, wie gut du bist, wie lange du brauchst, wie viele Durchläufe du brauchst, wie viele Durchläufe du brauchst, um nochmal einen Schritt weiter zu kommen. Aber die Steigerung, die ist permanent. Du kommst immer nur weiter und deswegen ist es vielleicht grindy, aber schwer ist einfach falsch. Aber gut, egal. Ist Meinungssache. Wallworld, ich kann es empfehlen. Nächstes. The Ascent. Ascent? Ja, hatte ich natürlich auch schon. Hab jetzt sogar auf Steam aus Versehen, weil ich hatte es ursprünglich, glaube ich, nur auf Epic. Hab ich das gespielt? Ja, ich glaube, das habe ich gespielt. Das war wieder so ein Spiel, wo ich bis zum ersten Boss kam und dann ging nichts mehr. Ja, das ist gut, aber auch bekannt hauptsächlich von Bundles. Das haben sie auch ein bisschen überbundelt. Und ja, hast den Preis normalerweise immer so auf 30 €, aber du kriegst es halt eben überall nachgeschmissen. Deswegen, ja, es ist bestimmt gut. Es ist halt eben nur größtenteils positiv, was halt eben für ein Spiel dieser Größe und dieses, ja, es ist ein Curve-Game. Und da ist immer so ein kleiner Curse drauf, ne? Auch wenn es sehr untypisch für ein Curve-Game ist, muss man das so sagen. Genau, Diablo mit modernen Waffen, aber der erste Boss war schon sehr unfair, fand ich. Genau, das war das. Und ich bin halt eben kein Experte für Diablo, deswegen kann ich den Vergleich nicht so gut ziehen. Ich habe nur das allererste und auch das nicht gespielt. So, hier, The Walking Dead, The New Frontier, also nochmal ein Kapitel aus dem großen Telltale The Walking Dead. Ja, na, sage ich nicht viel zu. Wem es noch fehlt, super Preis. Battle Axe. Battle Axe hatte ich noch nicht. Was ist es eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht als erstes. Es ist nur auch nicht bewertet. Es ist ein paar Jahre alt.
Oh ja, es scheint irgendwie auch ein bisschen vom Humor her nicht unbedingt meinen Namen zu tragen. Und es ist mir halt eben so Arcade und ja, es ist, ne, so Retro. Ist auch momentan im Sale, sehe ich gerade. Ja, es ist halt Battle Axe. Okay. Ist, glaube ich, aber tatsächlich auch irgendwie ein Arcade-Klassiker, so eine Art. Ja gut, ne, es ist einfach nur den Klassiker nachempfunden und ich habe da nicht so viel dran, aber vielleicht gefällt es euch. Den Preis ist es wert, ja. Weil selbst im Sale kostet es noch doppelt so viel und ist richtig teuer außerhalb. So, ja gut, dann auch wieder, ich kann nicht sagen, Bethesda Klassiker, weil die It, sie heißen ja wirklich nicht ID, sondern It wurde ja von Bethesda gekauft, aber Doom ist It. Und deswegen sage ich auch nicht Bethesda Klassiker, trotzdem das 2016er ist fantastisch. Unglaublich toll, gar keine Frage. Ich möchte es einfach nicht gebundelt haben. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ne, das wirkt so von wieder aufwärmen und das ist halt eben einfach ein tolles Spiel. Wenn ihr es noch nicht habt, dann ist es natürlich Pflicht. Muss sein. Ne? Also wenn ihr nicht unbedingt grundsätzlich eine Abneigung gegen Ballern habt oder Abneigung gegen Doom oder so ganz spezifisch was genau gegen das Spiel, dann müsst ihr es eigentlich haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und jetzt kommen die großen Schmerzen. Auch das will ich nicht unbedingt gebundelt sehen, aber ich freue mich über jeden, der es hat. Wir haben es let's played. Es kam die Ankündigung für die Fortsetzung Chicken Police Painted Red. Wenn, auch da muss ich sagen, wenn ihr nicht grundsätzlich was gegen Noir, gegen Detektivspiele, gegen Tierköpfe oder gegen Adventure schlechthin habt, Chicken Police Painted Red ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. So, einfach mal gesagt. Deswegen, ne, ihr müsst sehen, das ist jeden Cent wert. Toll. Ne? So. Nächstes, Game Deck. Habe ich auch ein Let's Play von gemacht, habe ich gespielt. Und der Hauptkritikpunkt bei dem Spiel ist auch der Kritikpunkt, den ich hatte. Deine Spielfähigkeiten, deine Entscheidungen spielen keine Rolle. Du kommst durch so oder so und es gibt nur sehr wenige Entscheidungen, eigentlich nur die letzte, die du, die wirklich irgendwas verändern und das ist dann nur das Spielende. Ja? Genau. So, Revenger schreibt gerade, er kann das bestätigen, dass mit Chicken Police. Er war ja auch wirklich bei dem Let's Play, das haben wir live gemacht, dabei, hat auch mitgeholfen. Ja, und Wahnsinn. Also ich freue mich so auf die Fortsetzung. Ja, aber wie gesagt, Game Deck. Tolles Ambiente, irgendwie toll gemacht. Tolle Grafik und alles. Aber naja, dein Einfluss aufs Spiel. Ist dein Einfluss auf das Spieldesign, das Spielergebnis ist einfach nicht vorhanden. Du kannst jetzt zwar aussuchen, auf welchem Wege du das Ende erreichst, aber das Ende ist vorgegeben und du hast nur am Schluss eine einzige Entscheidung, die wirklich ausschlaggebend ist. Das heißt also, in der Hinsicht ist das Spiel so ein bisschen irrelevant. Aber es ist schön und es sind einige hübsche Andeutungen dabei und so weiter und so fort. Ich habe es auch nicht bereut, aber es hat einfach nicht geschafft zu einem wirklich guten Spiel, weil einfach ganz entscheidende Sachen fehlen. Vor allen Dingen, weißt du, es gibt Leute, die haben Probleme mit Tunnelspielen, also mit geradlinigen Spielen. Ich finde geradlinige Spiele aber viel interessanter, zum Beispiel, was auch geradliniger ist, als man so denkt, ist sowas wie Bioshock zum Beispiel.
Ist mir aber viel, viel lieber, als wenn dir eine Open World und eine Entscheidungsfreiheit vorgegaukelt wird und es einfach keine Rolle spielt. Das ist dann immer sehr, sehr schade. Genau. So. Gut, weiter. Alvas Legacy hatte ich schon. Gucken wir trotzdem mal rein. So. Ich weiß nicht mehr, was es war. Achso, ja, nochmal ein Metroidvania. Ja gut, es ist halt ein Metroidvania. Und auch da, ja, ist es sehr beliebt. Sowas und wenn man es dann anfängt zu spielen, dann nimmt es einen, also dann, ach Gott, ja. Dann will man es auch bis zum Ende haben und so weiter, aber mich reizt dann nicht so viel, das anzufangen. Ne? Ja, modernes Retro-Spiel voller gefährlicher Dungeons. Mhm. Okay, das war jetzt schön doof. Egal. Nee, Alvas Legacy, ich hab's halt schon. Es ist wohl ein solides Metroidvania, sehr positiv bewertet. Kostet 15 Euro, ist sein Geld mit Sicherheit wert. Super. So. Bald ist es soweit. Jetzt kommt was Gemeines. Und zwar ein Double Feature. Einmal Godstrike. Aha, ja nicht Godstrike, Gott. Achso, ja, Godstrike. Ja. Ja. Ja, kann man denn doch noch mehr falsch kriegen? Ach, guck mal, wer da ist. Wir haben Besuch. Diesmal ist es wieder der Hauptdarsteller, der immer da ist. Ja, Godstrike ist halt ein Twin-Stick-Shooter Damaku. Also das heißt auf gut Deutsch überhaupt nichts für mich. Aber man muss dazu sagen, es kostet dann in dem Fall nur noch knapp 1,50 Euro. Weil, es sind halt eben ein Spielepack von zwei Spielen. Als ein Spiel für 3,33 im kleinsten Paket, ne? So, aber es ist ein Damaku und so weiter, interessiert mich jetzt nicht. Und das andere ist, genau, das hatte ich auch schon, ich weiß nicht warum. Ich glaube, das war sogar dummerweise beim 1 Euro dabei, oder? Ich weiß es nicht. Auch wieder ein Sidescroller Damaku Action Roguelike. Hallo Katze. Ja. Oh Gott, der will unbedingt kuscheln. Hallo. Naja. Ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Zusammen sind die Spiele mit Sicherheit 3 Euro wert. Ich brauche das Dreadbots Lust, hatte ich ja wie gesagt schon. Und das andere brauchte ich nicht. So. Und letztes, und das habe ich vergessen, eben beim Durchgucken einfach auszuwählen. Aber ich glaube, ich hab's nicht. Es ist Tesla grad. Ich habe es vor kurzem schon mal liegen lassen. Oder ich guck mal ganz, ich muss mal ganz schnell gucken. Tess, geh weg jetzt, Tess. La Grad. Ah, da ist es doch bei Steam. Ich habe das normale. Ich habe das remastered nicht, ne? Tesla Grad. Ah, ich habe das normale und das remastered nicht. Muss ich nachdenken. Vielleicht hole ich mir doch 5. Dann nehme ich ja doch dieses Autospiel. Ich weiß es nicht. Oder Battle Axe. Ich muss gucken. Egal. Tesla Grad ist halt eben. Der Remastered ist das letzte in der Serie. Gucken wir auch kurz mal rein. Modus Games. Diesmal gucke ich nicht an, wer das ist, weil das sind, glaube ich, schon wieder die, wo ich immer gucke. Oder? Warum merke ich mir nicht, wer Modus Games ist? Wenn es das ist mit dem Hive irgendwas. Geil. Rätselplattformer. Remastered. Sieht übel aus. Ich glaube, ich muss doch, ne? 9,75. Deutsch unterstützt.
dann halt eben so diese Tesla-Thematik auch nochmal, ne? Ja. Nichts mit Elon Musk zu tun. Ich guck mal schnell, was Modus Games ist. Watch Animal Royale, es ist das, wo ich jedes Mal gucke. Ja, genau, After im Arsch. Entschuldigung. Aber nicht genau das. Nee, ich gucke bei denen immer. Sound Mind ist natürlich toll. Aber es ist nicht die, die ich dachte. Trine oder Trine oder wie immer die heißen. Genau. Bear With Me, was ich woanders habe. Extinction. Ja. Und Chris Tales, genau. Ja, ich sehe es. Modus Games. Okay, ja. Genau das, was du sagst, passt. Gut. Ist einer von zwei oder drei Publishern, wo ich immer wieder draufklicke, weil ich denke, was haben die nochmal gemacht? Und ich komme dann immer dran, achso, ja, es sind schon wieder die. Genau. Ju, das war das. Ich werde euch dann auch, ich kaufe es, glaube ich, so. Immer bei vier Spielen. Vier Spiele ist ganz doof, dann brauche ich noch eins. Da muss ich überlegen, welches ich nehme. Das mit der Hexe, die Gearshifters. Oder Battle Axe. Ja, kein Problem. So, ja. Und wir machen jetzt was ganz anderes. Nein, das wollte ich nicht. Ja, obwohl, passt ja. Könnt ihr nehmen. Was will ich machen? Ich will... Das will ich, wie Gottes Willen. So, das heißt also, wir stellen noch schnell die 5 Spiele vor, die es bei For Free gibt. Und das lohnt sich diesmal. Wir fangen einfach an mit dem Intro. Genau, ja, da ist es. Wir machen das Intro wieder weg und machen jetzt wieder die Bildschirmaufnahme und wir kommen zu den beiden kostenlosen Spiels. Die zwei kostenlosen Spiels, die gibt in Epic, also die es bei Epic gibt. Das erste hatten wir schon angespielt aus einem anderen Bundle und ich fand es verwirrend, aber irgendwie auch wirklich toll gemacht. Das war Eternal Threats. Das war dieses Zeitreisespiel, wo du irgendwie Geister oder Echos der Realität irgendwie aufnehmen musstest und Veränderungen herbeiführen, um alles nochmal so in Ordnung zu bringen, dass niemand stirbt. Du hast ja dann immer wieder einzelne Bestandteile der Geschichte angeschaut und es war verwirrend, es war zum Anspielen einfach viel zu komplex. Aber es war dann irgendwann dadurch auch ein bisschen frustrierend. Trotz allem, es war schon... Ranger fand es merkwürdig, schreibt er mir gerade, ja. Aber so die Sache mit in der Vergangenheit, es gab, das habe ich damals auch schon gesagt, von Isaac Asimov, Das Ende der Ewigkeit, eine wunderschöne Kurzgeschichte. Obwohl Kurzgeschichte, das war schon ein richtiger Roman, aber halt eben nicht so ein Monsterwerk. Hallo Katze. Na? Ja, ist ja gut. Oh, heute sind sie alle wieder wild. Egal, wo es auch drum ging, das waren Ingenieure der Zeit, die halt eben auch immer zurückgereist haben und Kleinigkeiten verändert haben, um die Geschichte zu lenken. Und ich finde die Thematik toll. Das Spiel war anstrengend. Genau. Jo. Aber hier umsonst, es unterstützt die deutsche Sprache, es kostet normalerweise auch noch 20 Euro und ich fand's. Ja. Ich weiß auch nicht, in welchem Bundle das war, aber ja. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, umsonst bei Steam. Also alle, die es interessiert, die haben das. Entschuldigung, es ist mal wieder so ein Bethesda-Klassiker, es war diesmal wirklich... Das Lieblingsspiel von Eva von Bethesda. Gronkh-Fans wissen, wer Eva von Bethesda ist, weil sie inzwischen nicht mehr von Bethesda ist, sondern im Gronkh-Team oder zumindest mal in der One-Up.
Das war damals die Community Managerin von Bethesda für vieles. Und es ist The Evil Within. Das ist einfach ein Meisterwerk. Das ist toll. Das ist wirklich, wirklich, wirklich klasse. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Herr Revenger, du hast einen Dummy geschickt. Guck mal schnell. Moment. Ich muss da ganz kurz mal ausblenden. Nicht, dass da irgendwas zu sehen ist. Weil da sind ja auch manchmal die Keys drin. Moment. Ich muss ausblenden und jetzt gucke ich mal. Sorry dafür. As a Crimson City Police Detective, Sebastian has seen more than his share of horrors, but nothing could prepare him for this surreal night. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Gut, sehr gut. Ja, danke, danke, danke. Ja, gib mir her. Es gibt noch ein weiteres For Free Game. Ah. So, ich gehe nochmal zurück zu Evil Within. Ich blende das da mal kurz aus. Guck mal, ob es funktioniert. Wartet mal. Nee, ich muss es anders machen. Hilfe. So, bin sofort wieder da, bin sofort wieder da. Aber wenn es ein weiteres Spiel umsonst gibt, dann ist das auch wert, kurz mal nochmal drauf zu gucken. Sehr schön. Gut. Okay, ich blende es wieder ein. So, nein, das nicht. Nochmal Evil Within. Gut. Der Trailer ist furchtbar lang, den brauchen wir auch nicht. Aber ihr kennt ja, ne? Evil Within. Der alte Bethesda Klassiker. Es ist auch mit AAA-Ausstattung ganz klar. Kostet normalerweise auch 9,99 Euro. Nee, Quatsch. Kostet normalerweise 19,99 Euro. Und es ist auch nur die Grundversion ohne die drei DLCs, genau. Ja, klar, aber du konntest ja damit auch nicht warten, weil es ist ja für jetzt wichtig. Genau. Das ist gut. Das ist gut. Das ist es wert. Ganz genau richtig. Weil nach dem Stream hätte es nichts gebracht, nach der Aufnahme, deswegen genau richtig, ich habe sofort mit aufgenommen. Gut, das waren also die beiden Spiele bei Epic, ich muss sagen, sehr hochwertig, weil zwei wirklich richtige Spiele, genau, also, ja, ist schon hochwertig. So, wir machen weiter. Dazu mache ich das mal jetzt aus, ne? Also, Evil Within ist Wahnsinn, ist toll. So, jetzt gibt's auch noch mal was zu gewinnen. Es ist seltsam, kostenlose Sachen zu verlosen. Nur diese kostenlosen Sachen, die jetzt kommen, sind nicht kostenlos, sondern die sind nur kostenlos in der Prime Gaming, also in der Amazon Prime Mitgliedschaft dabei. Das heißt also, wenn ihr euren Prime, also euer Amazon Account oder ja, mit Twitch verknüpft habt und Amazon Prime Kunde seid, kriegt ihr jede Woche neue kostenlose Spiele, die ihr auch für immer behalten könnt, wenn ihr sie nur claimt. Wenn sie weg sind, sind sie weg, aber wenn ihr sie claimt, dann sind sie euer und bleiben euer, auch wenn ihr keinen Amazon Prime mehr habt. Ja, wir haben hier den Textor-Zist. Der ist furchtbar oft schon gebundelt worden. Ich habe den auch schon. Es ist ein Typing-Game, wenn ich das richtig weiß, genau. Das heißt, du machst deine Kämpfe. Ich guck mal gerade, ob man das wirklich sieht. Genau. Ja, du musst tippen, um weiterzukommen und dabei auch noch ausweichen. Ich weiß ja nicht, ne? Also für mich ist es nichts. Egal, aber ihr könnt dieses Spiel gewinnen. Das ist wie gesagt bei Prime kostenlos, wenn ihr keinen Prime habt, da das Ganze als GOG-Key weitergegeben wurde. Ja. Besteht die Möglichkeit, das einfach jetzt zu gewinnen. Einfach, ich schreibe euch die Hashtags natürlich nochmal unten drunter. Einfach machen. Dann könnt ihr Text Assist gewinnen. Es ist noch dazu nur auf Englisch und ihr müsst tippen und ihr müsst ausweichen. Es ist aber sehr positiv bewertet, also wenn ihr euch das zutraut, macht. Super. Das nächste ist, haben wir auch schon mal angespielt und durch ein Missverständnis meinerseits kam es beim Anspielen ziemlich kacke rüber.
Ist es aber wohl doch nicht, wenn man es richtig spielt. Ich habe also im Anspielen das Spiel versaut. Das ist Golden Light. Das wirkt so ein bisschen wie ein Boomer-Shooter. Aber das ist es nicht. Es ist ein... Golden Light ist ein... Ach Gott, aber das ist nicht dieser Trailer. Wir wollen also speziellen Humor haben. Also das ganze Ding ist eher auf eklig und sehr seltsam. Und du verstehst auch nicht immer alles, aber es ist schon interessant zu spielen. Ich kam an der Stelle nicht weiter. Das wurde dadurch sehr, sehr, sehr nervig, ja. Aber dann habe ich rausgefunden, was ich die ganze Zeit nicht herausgefunden habe, dass es eine ganz einfache Mechanik gibt und dass du die Level jederzeit verlassen kannst und nicht noch irgendwas suchen musst. Und dann denke ich mal, ist es doch vielleicht was besser, weil es ist auch sehr positiv bewertet. Und das ist bei meinem Anspiel so wirklich furchtbar rüberkam, glaube ich, war, weil ich da eine Sache nicht kapiert habe. Ja. Und wenn man die kapiert hat, dann ist es tatsächlich ein amüsantes, abgefahrenes, irres Spiel. Ja, und Revenant hat auch nicht gefallen, aber es war ja mein Anspiel. Ich denke mal, ja, genau. Aber ihr könnt es ja sowieso nicht gewinnen. Ich sage euch nur, das gibt's for free beim Prime Gaming. Und es ist am Anfang sehr verwirrend, weil sich viel verändert und so weiter. Und es ist auch sehr, sehr eklig und... Ja, und es ist ganz seltsam. Du kannst auch nichts so anwenden, wie es gedacht ist. Waffen zum Beispiel solltest du immer essen, oder? Und alles dreht sich um Fleisch. Es geht immer nur um Fleisch. Ja gut, egal. So, und dann kommen wir zu einem absoluten Klassiker, den ich auch verlosen kann. Kostenlos bei Prime Gaming, aber ein GOG-Key. Und da ich das Spiel schon habe, in zwei Varianten sogar, es ist die klassische, nicht die BFG-Version von Doom 3. Doom 3 war sehr in der Kritik, weil es auch wie Doom Infinite kein richtiges Doom war. Ich habe es mit dem Killer, also da gab es ja mal die Serie der Killer und der Noob, ich war der Noob, ich habe es im Koop gespielt. Jetzt kann man sagen, Doom 3 ist kein Koop-Spiel. Und da kommt das ins Spiel, dass es nicht die BFG-Version ist. Es gibt eine Mod. Oh, hallo Frau. Ja, ich bin schon ein bisschen müde. Ich habe ja gesagt, heute war sehr anstrengend. Ich habe das also mit dem mit dem Killer, habe ich das durchgespielt im Koop, weil du kannst für die Originalversion kannst du eine Mod installieren und kannst es zu zweit spielen. Das war auch das Konzept von unserem Let's Play, dass wir einfach, er ist ein sehr, sehr guter Shooter-Spieler, ich nicht, aber zusammen haben wir das Ding absolut gerockt. Und das sollte für uns inhaltlich einfach die Vorgabe sein, warum der, wie heißt der? Der, naja, halt eben dieser Doom-Guy, der, ne? Warum der ab Doom 2016 so gefürchtet war, ne? Wir haben es einfach zu zweit gespielt. Die haben nicht gemerkt, dass wir zu zweit waren und deswegen haben sie furchtbare Angst gehabt. Bisschen Storytelling, wo keine Story ist, aber egal das. Ich fand es toll und wie gesagt, das Modden geht nur mit Doom 3 in der normalen Version. Für die BFG gibt es das nicht. Deswegen, also wenn ihr Doom mal im Koop spielen wollt, bisschen googeln, Doom 3 bei mir gewinnen oder bei Prime einfach claimen und zack, könnt ihr Doom 3 im Koop spielen, obwohl es das gar nicht gibt. So. Gut. Achso, ja. Wir wären jetzt normalerweise fertig gewesen, wenn da nicht gerade eben noch der Einwand vom Revenger kam. Ich habe da noch was. Der hat nämlich gerade was gefunden. Das ist nur für 48 Stunden kostenlos. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich nur für 12 oder so, weil das Video kommt ja erst morgen raus. Ja. Aber ich verlinke euch das. Das ist Crypt-Tag. Ich habe mich noch nicht beschäftigen können, weil ich es gerade eben erst erfahren habe. Kostet normalerweise 15 Euro. Doom 64 habe ich. Doom 64? Warte mal, Doom 64. Klar habe ich Doom 64. Ganz kurz, Moment, ich muss das ganz kurz. Was? Hä?
habe Doom 64, jetzt hör mal auf, ich habe das schon gespielt. Aber ich habe doch Doom 64. Das ist doch eine Verschwörung, das ist doch nicht wahr. Wo hast du das gesehen? Das war doch irgendwo mit dabei. Und wo ist es? Ah nee, ich bin ganz falsch. Hilfe. Wo bin ich gewesen? Warte mal, hier. Quatsch, nein. Da, alles falsch. Doom. Doch. Ich hab's aber nicht. Aber ich hab das doch schon gespielt. Das war irgendwo dabei. War das nicht kostenlos bei Infinite dabei, automatisch? Egal, kümmere ich mich später drum. Mann, hör mal. So, okay. Also, nochmal Kryptark, was ist das? Also erstmal, ich hab's auch noch gar nicht. Ja? Hinzufügen, das machen wir jetzt mal gerade für mich. Steam ist installiert, ja. Steam öffnen, ja, es ist auch geöffnet. Nein, ich will's nicht, ich will's doch nur hinzufügen, ist ja gut. Oh Gott, ist das alles so. Ah, habe ich nicht. Okay. Ich war der festen Ansicht, ich hab's. Ich weiß nicht, ob ich jetzt habe. Egal, ich gucke nachher. Gut. So, was ist das? Es ist jetzt alles furchtbar. Genau. Was ist das? 2D Sci-Fi-Shooter. Ich bin ein stark bewaffneter Privateer und baller durch die Gegend. Einzelspieler, PvP. Gut, super. Mach mal ganz kurz auf 5. Ist jetzt nicht wirklich... Ah, jetzt habe ich es, genau, okay. Also, es ist jetzt nicht mein Stück Torte, aber es ist mit Sicherheit ein gutes Spiel. Es ist sehr positiv bewertet. Hast du die noch nicht gesehen? Genau. Ja, das sind die echten. Genau. Sind auch, ne, beide nicht. Der Simba ist gerade weggelaufen. Aber, warte mal. Ach genau, du bist ja jetzt, da du ja nicht zu Hause bist, sehr lange nicht gesehen. Und mach dann extra kurz für meine Frau, die nicht zu Hause sein kann. Sag mal, bin ich gerade ein bisschen... Wartet. Na? Warum nicht? Bin ich falsch? Ja, ich bin falsch. Wartet mal. Ich muss ganz kurz mal rüber. Ich bin sofort wieder da. Das Video ist eh schon viel zu lang. Da. So. Guck mal. Da liegt der Balu. Und da stromert der Simba rum. Tada! Ja, ich kann es nachvollziehen. So, jetzt gucken wir auch schnell mal, dass wir hier wieder zurückkommen. Jetzt haben wir das wieder. Egal, das kann man nicht oft genug sehen. Ja, genau. Und wir sind eigentlich auch schon fertig, ne? Entschuldigung, es ist alles ein bisschen diffus, aber meine Frau hat eben zu Recht bemerkt, ich sehe es, ja. Das ist ein bisschen verknuddelt, weil die Kabel alle zu lang sind. Genau. Ich sehe müde aus, ich bin auch ein bisschen müde, deswegen alles ein bisschen wirr, aber egal. Also ihr könnt gewinnen, erstmal die Simulatoren und dann Doom 3 und The Text Exorcist. Das Cryptark verlinke ich euch. Das gibt es jetzt noch bis wann? Jetzt sehe ich es nicht mehr, ne? Schade. Also das gibt es noch wenige Zeit kostenlos. Ich hoffe noch, wenn ihr den Link klickt. Und ansonsten war es das. Das war groß, ne? Das war über eine Stunde. Das ist ein, ja, genau. Also ich verlinke euch alles. Dann sage ich mal jetzt, macht's auf jeden Fall gut. Danke. Bis zum 21. Oktober, 19 Uhr. Okay, super. Vielen Dank. Dann sage ich mal, macht's auf jeden Fall gut. Und... Ciao. Und eine Sache, die ihr sonst nur, aber ich bin ein bisschen stolz drauf, das habe ich vorgestern gebastelt.
Immer wenn ihr hier live seid, ja, gibt es am Anfang von jedem Stream ein Feature. Und das heißt so. Moment, ich muss jetzt gerade nochmal ins richtige Ding. Ja, dann machen wir da auch wieder Aushilfe. Gleich sind wir fertig. Ehrlich, ich bin gleich fertig. Ich verspreche es. Zwar gibt es dann am Anfang von jedem Stream das hier. Und ich habe das Intro gerade vorgestern gebastelt. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Revengers Liste. Weil, was ihr nicht wisst, und deswegen lohnt es wirklich auch mal live vorbeizuschauen, der Revenger, von dem ich ja so viel rede, weil er auch immer live dabei ist, ja, meine Schattenredaktion, ist auch zuständig für meine persönliche Vorschlagsliste auf Steam. Das heißt, wenn ihr auf der Steam-Hauptseite seid, dann habt ihr ja hier immer die Entdeckungsliste. Und die wird bei mir vom Revenger moderiert. Das heißt, der schickt mir da die Sachen. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber es ist garantiert immer von ihm. Deswegen, das lohnt sich wirklich. Diese Rubrik, die gibt es vorerst mal nur live, immer montags bis donnerstags in der Regel von 20 bis 23 Uhr ungefähr. Alles klar. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's auf jeden Fall gut und ciao.